Deswegen wollte ich fragen, wie die Bundeskanzlerin heute die damalige Ereignisse sieht. Der Türkei kann man lassen, dass man weiter schon nach Deutschland kommt, die EU zu. Natürlich freuen wir uns für Frau Tolu, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Heftfällen, die wir nicht aus den Augen verlieren werden, nur weil es in einem Fall positive Nachrichten gibt. Und ich wollte dazu noch ergänzen, bei aller Zurückhaltung über Informationen zu weiteren Details, dass die Gerichtsentscheidung, die die Ausreisesperre aufgehoben hat für Frau Tolu, schon einige Wochen zurückliegt und nicht in Zusammenhang steht mit jüngeren oder jüngsten Entwicklungen. Für die Türkei auf europäischer Ebene ins Gespräch zu bringen. In Bezug auf den Terminus Wirtschaftshilfe, die Frage von Hilfestelle ist im Moment nicht. Wir begrüßen natürlich, dass Frau Tolu die Ausreise aus der Türkei genehmigt worden ist. Das andere Thema, wir haben hier in der vergangenen Woche ja schon mehrfach und durch mehrere Ministerien das deutsche Interesse an einer wirtschaftlichen Stabilität der Türkei geäußert. Die Frage, die jetzt am Wochenende hochkam, deutscher Hilfen für die Türkei, stellt sich für die Bundesregierung aktuell nicht. Das beste Mittel sein gegen populistische Politiker wie den amerikanischen Präsidenten. Unser Interesse ist, dass die Türkei ein stabiles und ein prosperierendes Land ist. Dazu tragen gute wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei bei, und daran arbeiten wir wie gewohnt.